Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und zwar wird es heute ein richtig heftiges Special-Video geben. Ich werde heute Leontin überraschen mit einem 24-Stunden-Lamborghini-Video, Leute. Darauf hat er sich nämlich schon seit Wochen gefreut. Er ist nämlich ein richtiger Fan vom Lambo. Leute, ich habe jetzt mal hier als Vergleich mal einen anderen Lambo in Mini-Format gebracht. Und ihr seht schon, ne? Der Lambo ist natürlich ein bisschen dreckig, genauso wie mein echter Lamborghini. Das heißt, wir müssen gleich mal mit dem Lamborghini in die Waschanlage, Leute. Dann müssen wir den Lamborghini noch ausstatten mit Süßigkeit, Takis, Prime, Schokolade und allem möglichen, Leute. Damit wir die 24 Stunden auch insgesamt aushalten. Beziehungsweise, ich werde es zu Leontin so sagen, der länger im Lamborghini aushält, gewinnt auf jeden Fall 10.000 Euro. Natürlich kann man jederzeit rausgehen, wenn man das möchte. Und Leute, er hat dieses Video schon so lange gewünscht. Ich glaube, er wird sich richtig freuen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach unten zum echten Lamborghini und dann fahren wir auf jeden Fall mal kurz los, bereiten den Wagen vor und dann werden wir Leontin überraschen, Leute. Das wird ein richtig geiles Video. Lasst jetzt schon mal ein Like da und ein kostenloses Abo für die 2 Millionen. Wir sind ganz kurz davor, Leute. Auch nicht vergessen, am Samstag, 13.01. um 14 Uhr, kommt das neue Burger Pommes Plüschi raus. Limitiert auf nur 500, Leute. Das heißt, seid schnell, wenn ihr eins bekommen wollt. Euer eigener Burger Pommes Plüsch. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt runter. Let's go. Okay, Leute. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier beim Lambo angekommen. Und ich zeige euch mal das Ganze. Der Lambo ist halt auch schon echt dreckig geworden, Leute. Schaut mal, hier ist überall Schmutz. Also wirklich die ganze Tür, wenn ich jetzt den mal aufmache, hier kann man das ein bisschen besser sehen. Leute, hier ist so überall Schmutz schon. Guck mal, hier alles voll. Und auf jeden Fall, ich weiß nicht, der Lambo, auch guck mal, die Felgen, Leute, richtig voll mit Staub und so. Und ich denke, für diese Challenge, Leute, muss der einfach mal wieder hier in die Waschanlage. Ich habe den noch nie in die Waschanlage gefahren, seit ich den habe. Deswegen, das machen wir jetzt auf jeden Fall mal zusammen. Ich hoffe, ihr habt auch Bock, Leute. Wir steigen jetzt mal ein. Und auf jeden Fall, Alter, bisher, Leute, ist der Lambo ja auch noch komplett leer, ne? Ihr seht schon. Deswegen, wir müssen den auch befüllen, Leute. Man kann ja nicht einfach hier drin sitzen, ohne was zu trinken, ohne was zu snacken für zwischendurch. Und deswegen, ja, müssen wir den natürlich auch befüllen mit, Sachen, Snacks und so weiter, Takis, ihr wisst Bescheid. Leute, ich fahre jetzt auf jeden Fall mal direkt los. Ich würde sagen, wir starten zusammen den Lambo. Let's go. Ui, sehr schön, Leute. Ihr wisst Bescheid. So, wir schneiden uns jetzt auf jeden Fall mal an hier. Wie gesagt, erster Stopp ist die Waschanlage, Leute. Ich würde sagen, bis gleich. So, Leute, ihr seht schon, wir sind jetzt hier in dieser Waschanlage, wo wir selbst mit dem Schlauch so das machen können. Und wie gesagt, ich zeige euch nochmal hier, wie schmutzig der Wagen wirklich ist. Das geht echt eigentlich gar nicht für so ein Lambo, Leute. Deswegen fangen wir jetzt auf jeden Fall mal an. Und ihr seht schon, hier gibt es so eine Waschanleitung. Wir schmeißen jetzt einfach mal irgendwie so 2 Euro rein. Und dann kann es auch schon losgehen. So, Leute, ich habe hier ein bisschen Kleingeld mitgenommen extra. So, einmal hier 2 Euro rein. Und dann vorwaschen. Okay, Leute, und jetzt kann es auch schon losgehen. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Ich habe noch nie den Lambo gewaschen. Wow, Alter, Digga. Oh, ey, das geht komplett ab, sag ich mal hier. Alter. Ey, das ist so satisfying, sage ich euch. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal den Schritt fertig, dann sehen wir uns gleich. Leute, der nächste Schritt ist die Intensiv-Schaumbürste, und zwar die hier. Und jetzt wird der Wagen nochmal, Alter, ihr seht schon, richtig schön eingeschäumt. Allerdings nicht der Motor natürlich, da muss man ein bisschen aufpassen. Sondern nur hier so ein bisschen außen, ne? Leute, richtig geil, oder? Sagt ehrlich. Boah, der Lambo wird richtig schön gewaschen und eingeschäumt, Mann. Auf jeden Fall, Leute, natürlich, ich kann das nicht alles mit einer Hand nur machen, aber ich würde sagen, wir machen nochmal hier so ein bisschen, auf jeden Fall vorne, ne, damit der schön sauber wird. Und ich zeige es euch gleich. Okay, Leute, der Wagen ist jetzt richtig geil eingeschäumt und jetzt kommt der letzte Schritt, klarspülen. Okay, Leute, der Wagen ist jetzt auf jeden Fall blitzeblank wieder, alles gereinigt. Das bedeutet, wir können jetzt weiterfahren und jetzt die Süßigkeiten holen. Dafür fahren wir jetzt in so einen Großhandel erstmal, Leute. Das zeige ich euch gleich, das ist richtig heftig. Und nach diesem Großhandel vielleicht nochmal in so ein, zwei Kiosk, Candy Shop und so weiter. Bis gleich. So, Leute, ihr seht schon, wir sind jetzt hier am Start und hier können wir einfach mal richtig viele Sachen holen. Zum Beispiel hier einmal Prime natürlich ganz viel, ne? Würde ich sagen, packen wir direkt mal hier ein. So, Leute, Eispop auch noch. Dann auf jeden Fall hier Strawberry Watermelon. Dann haben wir auch noch Orange Mango, Leute. Blue Raspberry und Lemon Lime. Sehr, sehr krass. Und Leute, es gibt hier so viele Sachen, ne? Also
Man muss auch sagen, Leute, es gibt hier auch teilweise sogar mehr Auswahl als in irgendwelchen Candy Stores sogar. Und zwar gibt es hier auch nochmal, Leute, ihr seht schon, so richtig krasse Chips hier. Auch diese Gurken, ne? Extrem sauer, so eine Gurke im Lambo essen kann man, würde ich sagen, auch. Nehmen wir mit. Dann haben wir auf jeden Fall noch hier so richtig seltenes Powerade, Leute. Das nehmen wir, würde ich sagen, auch mal mit. Und zwar, das ist ja das blaue Powerade in so einer anderen Verpackung. Und das ist Powerade Grape, Leute. Habt ihr das schon mal gesehen? Powerade Traube? Ich glaube nicht. Dann, Digga, schaut euch das mal an. Zero Zucker und so weiter. Und hier Fanta, also so richtig seltene Fanta-Sorten auf jeden Fall. Und ich würde sagen, Leute, Alter, Bruder, was sind das denn für dicke Flaschen hier, ey? Bruder, guckt euch die mal an. Alter, oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, Leute, wir holen uns auf jeden Fall nochmal Reese's, ne? Für unterwegs ist immer gut, würde ich sagen. Und auf jeden Fall hier Sour Patch, Digga. Raspberry. Dann diese hier. Dann hier nochmal Nerds Robe auf jeden Fall. Richtig geil. Packen wir einfach mal alle ein. Alter, Leute. Und das Geile ist, wir sind ja noch lange nicht bei den Takis. Die sind ja natürlich auch noch. Und die finde ich richtig krass. Das sind so scharfe Süßigkeiten, Leute. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal Mike und Ike, Leute. Let's go. Und ich würde sagen, komm. So Nerds müssen wir auf jeden Fall auch noch sein, ne? So, machen wir mal rein. Und jetzt können wir auf jeden Fall weiter zu den Takis gehen, Leute. Genau, sind hier zum Beispiel, aber es gibt noch mal eine Stelle. Genau, und zwar, hier gibt es auch noch mal diese Flamin' Hot Crunchy, die nehmen wir auch mal mit. Aber natürlich auch mal zwei noch mal Takis, Leute. Vielleicht noch mal Paul Geiger Limo vorne, wenn die noch welche haben, Leute, weil die ist immer sehr schnell ausverkauft. Wir gucken mal, let's go. Okay, Leute, tatsächlich ist, glaube ich, die Paul Geiger Limo ausverkauft. Die stand genau hier. Ich würde sagen, wir gucken noch mal vorne, ob vielleicht doch im Kühlwarenlager noch was ist. Okay, Leute, 97,16 Euro habe ich tatsächlich bezahlt. Und wir fahren jetzt auf jeden Fall noch mal weiter zu so einem Candy Store, beziehungsweise Kiosk, und gucken mal, was wir dort finden, Leute, für den Lambo. Bin schon so gespannt, wie Leontin reagieren wird, wenn er dann auch sieht, dass ich das alles vorbereitet habe mit den Süßigkeiten. Und dass wir dann direkt reinstarten können in die Challenge, Leute. Und ich zeige euch jetzt nochmal, wie das Ganze in den Kofferraum passt. So, Leute, ich würde sagen, einmal Kofferraum auf. Okay, und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze hier reinpassen wird. Let's go, Leute. Alter, das passt ja wie angegossen, ey. Richtig gut, Leute. Und weiter geht's. So, Leute, der nächste Spot. Und zwar gibt es hier eben auch ein paar sehr selten Takis und so weiter, Leute. Wir haben zum Beispiel hier einmal Takis Barbecue Blast. Die nehmen wir auf jeden Fall mit für die Minibar, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und dann gucken wir nochmal, was wir noch so finden, Leute. Was wir noch nicht haben, was auf jeden Fall ein bisschen seltener ist. Okay. Oh ja, die haben hier auch, Alter, die Lil Worms. Okay, aber ich glaube, wir haben ja schon genug Warheads. Und Leute, Alter, die haben hier einfach Takis Popcorn. Takis Pop Fuego. Und Alter, Takis Kaboom. Leute, let's go. Die nehmen wir auf jeden Fall auch. Die sind auch ziemlich selten. Und die Intense Nacho Popcorn. Also ach, einfach nochmal hier Takis Popcorn. Ich glaube, Leute, das ist schon mal echt krass. Dann gucken wir nochmal hier, was die hier noch am Start haben, Leute. Ey, Alter, schon sehr nice Sachen hier. Ich glaube, das könnten wir auch nochmal einpacken, Leute. Ich nehme das mal kurz, weil ich habe hier alle Hände voll. Okay, Leute, gleich sollte Leontin ankommen und dann, wenn er gleich da ist, werden wir ihn überraschen, dass wir die 24 Stunden Lamborghini Challenge machen. Ich bin so gespannt, wie er reagieren wird, weil ich glaube, er freut sich unnormal, wenn er das wissen wird. Und, oh, Leute, ich glaube, das ist Leontin, oder? Moin, moin! Ey, wieso machst du Loser Dance? Moin, Junge. Und was nehmen wir heute auf? Ja, Leontin, also ich weiß ja, es gibt so ein Video, wo du richtig Bock drauf hast, ne? Welches? Und zwar dachte ich mir, wir machen heute endlich die 24 Stunden Lamborghini Challenge! Ja! Ja, Mann! Ey, Leontin, wir machen es auch so, ich würde sagen, wir machen das Ganze um 10.000 Euro, wenn du es schaffst. Ich mach dich so fertig. Ey, warte, glaubst du, du schaffst länger als ich im Lamborghini zu bleiben? Ja! Okay, aber Leontin, es gibt ein paar Regeln, die erzähle ich dir gleich im Lamborghini. Ich habe auch extra eingekauft, das heißt, wir werden auf jeden Fall keinen Hunger und Durst bekommen. Oh, McDrive? Ja, auch McDrive gehen wir jetzt, ne? Ja. Hast du Bock? Ja. Okay, Leute, dann auf in den Lambo, 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 let's go. Ich habe ja sogar noch das Preisschild dran. Oha, mach mal Preisschild ab hier. Okay, Leute, dann gehen wir auf jeden Fall jetzt rein und die Challenge beginnt gleich. So, Leontin, wir beginnen jetzt gleich mit der Challenge. 24 Stunden im Lambo, beziehungsweise... Ey, ich mach dich so fertig. Ey, ich werde safe länger im Lambo bleiben als du. Ich werde safe länger im Lambo so bleiben. Leute, es gibt eine Regel, und zwar, man darf nur im Lambo bleiben, man darf keinen Fuß rausmachen. In dem Moment, wo man einen Fuß auf den Boden setzt, hat man verloren und der andere hat gewonnen, Leontin, okay? Bill. Leute, Leontin hat richtig Bock. Ich würde sagen, Leontin... Ich bin drinne!
Du kannst schon mal zur Beifahrerseite gehen. Und ich würde sagen, wir machen gleichzeitig den Fuß ins Auto rein. Schreibt jetzt die Kommentare, was glaubt ihr, wer gewinnt. So, ich habe einen Fuß noch draußen. 3, 2, 1, go! Die Challenge hat gestartet. Oh mein Gott, Leontin. Sag ehrlich, hast du Bock? Ja! Okay, Leontin, du hast gesagt, du hast ein bisschen Hunger, oder? Ja, ich hab Hunger. Okay, sollen wir zu McDonald's fahren? Ja! Aber auf warte, in den McDrive. Warte, noch nicht. Okay, willst du erstmal hier was testen? Ja. Okay, Leute. Ey, das ist die krasseste Challenge ever, Leute, wirklich. In meinem neuen Lambo einfach. Okay, erstmal mal diese beiden Sachen. Okay, Chocobons Crispy, ne? Ja, die sind lecker. Ich gönn mir auf jeden Fall mal hier die Prime Grape, Leute. Let's go. Ah, ey, das sind doch die ekligen. Ja, die Prime Grapes sind nicht so lecker. Aber ich dachte, ich trinke erstmal das eklige, dann habe ich später die leckeren noch. Immerhin ist die selten, weißt du? Bisschen, oder? Und einmal Schokobons Crispy. Let's go. Okay, Leute. Ich öffne jetzt auch einmal hier die Prime. Oh, let's go. Boah, sauer, Alter. Richtig sauer. Ey, darf ich mal die hier testen? Ja, Taco Chips Barbecue. Mach mal gerne auf. Ey, die sind so lecker. Ja. Oha. So, Leute, ich mach die Prime hier mal wieder rein. Okay, die haben aber warte, weißt du, wie die schmecken? Wie schmecken die? Funny Fresh. Funny Fresh? Mhm. Ja, schon. Ich weiß, was du meinst. Aber Leute, ich würde sagen, es ist Zeit, den Motor anzulassen. Und... Wow! Alter! Sehr, sehr krass auf jeden Fall, Leute. Ich würde sagen, Leontin, wir fahren jetzt mal hier zurück, raus zu McDonald's, oder? Mhm. Let's go! So, Leontin, bist du bereit zum Losfahren? Ja! Warte, kannst du mal so. Die schnellste? Ja, also ich habe Sportmodus jetzt drin, Leontin. Warte, mach mal die schnellste, die mag ich. Das ist das Schnellste. So, warte, kannst du jetzt so, also dass ich so... So beschleunigen? Ja. Ja, kann ich machen, Leute. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einmal hier kurz auf die Autobahn und dann beschleunige ich. Okay, Leontin? Okay. Du hast Bock, ne? Mhm. Okay, Leute, wir fahren jetzt einmal hier raus, weil wir müssen ja eh zu McDonald's. Und wenn ich jetzt hier gleich auf der Autobahn bin, hier kann man unbegrenzt fahren. Oh mein Gott. Okay, Leontin, bist du bereit? Ja. Okay, und... Boah. Mal noch mehr. Ja. Richtig krass, Mann. Ey, Leontin, wird dir eigentlich schlecht im Lambo? Nein. Nein? Nein. Alter! Ja! Schon mal! 200! 200! Und deswegen, wir fahren jetzt mal hier bei McDonald's raus, Leute, und dann sehen wir uns gleich. McDonald's! Okay, ich mache aus. Okay, Leontin. McDonald's! Ey, warte, ich freue mich so sehr. Okay. Ich freue mich. Du musst dir, glaube ich, mal die Kamera kurz nehmen. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt in den McDrive mit dem Lambo, ne? Let's go, Leute. Zack. Okay, Leon. Aber ganz langsam. Ganz, ganz, ganz langsam. Kannst du schon mal sagen, was du essen möchtest? Also, Burger und Pommes und Nuggets. Burger, Pommes und Nuggets. Cheeseburger, oder was? Mhm. Ja, okay. Und Nuggets. Ja, ja. Hallo, ich hätte gerne einmal 2 Cheeseburger. Dann bitte 2-mal Pommes, große. Ja, 2 9er Nuggets. Ja, und noch bitte einen Rainbow Donut. Alles klar. Ja! Kostegi. Hallo. Dankeschön. Okay, dann lass mal hier rausfahren, hätte ich gesagt, wo es ein bisschen heller ist. Und dann fetzen wir richtig weg, oder? Mhm. Guck mal, auf Ehre haben die für uns ganz viel Platz gelassen für ein Lambo. Okay, Leontin, wir müssen jetzt ganz vorsichtig Burger Pommes bauen, damit nichts schief geht hier, ne? Okay, also Leute, dann machen wir jetzt einmal Fett Burger Pommes, oder Leontin? Ja. Komm, mach mal hoch, ich mach dir die Pommes drauf. Ganz wichtig, Leute, immer Burger Pommes machen. Okay, ich leg's dir drauf hier. Einfach mal im Lambo Burger Pommes fetzen. Let's go, Leute. Lecker Schmecker. Lecker Schmecker? Okay, lecker Schmecker Donnerwetter. Komm, ich mach mal einen Nuggets Burger Pommes. Ey, warte, Alter. Ey, sollen wir auch bei dir Nuggets Burger Pommes machen? Ja, okay, Leute. Dann hier nochmal die Nuggets, Leute. Die machen wir jetzt auch nochmal bei dir drauf. Okay. Ein, okay. Hast du noch meinen Cheeseburger zufällig? Hast du nicht? Nein. Hä? Ah, der ist hier unten, glaube ich. Oh mein Gott, Leute. Und? Geisteskrank oder was? Oh mein Gott, Leute. McDonald's gehackt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ist so krass. Okay, Leute, ich mache auch einmal.
So, ey Leute, man muss hier auch so aufpassen, wenn einmal ein Burger hier runterfällt, kostet das so viel hier am Lambo. Ja, guck mal, ich mache einmal hier ein, schau, zack. Leute, also zweimal Nugget, noch ein paar Mal Pommes. Ist so krass. Lol. Ey, ich bin so gespannt, Leute. Also ich habe jetzt auch einmal hier mit Nugget und mit Pommes. Ich habe zwei Nugget gemacht. Alter, ey. Ist so krass. Mhm. Okay, Leute. Oh mein Gott. Mhm. Oh, das ist grad lecker. Mhm. Alter, Leute. Ey, Lukas. 10 von 10, oder? Ich habe eine Idee. Ja? Aufs nächste Merch ist auch auf den Burger Nuggets drauf. Das ist echt eine gute Idee. Okay, dann ich würde sagen, Leute, jetzt kann es weitergehen, Leontin. Oha. Einmal hier Handbremse lösen, Rückwärtsgang rein. Ja. Sollen wir mal Lärm machen? Lärm? Meinst du so richtig Lärm von McDonald's? Mhm. Ja, können wir machen. Okay, machen wir einmal ein bisschen Lärm hier. Und. Das ballert, ne? Okay, Leute, ich würde sagen, wir fahren jetzt auf jeden Fall mal. Ich habe eine gute Idee. Sollen wir zum nächsten zum nächsten Drive-In fahren von was anderem? Mhm. Okay, Leute. Was denn? Ich verrate es euch noch nicht, ihr werdet es gleich sehen. So, Leontin, ich würde sagen, es ist Zeit für eine Challenge. Ich muss schon so ein bisschen auf Klo. Und du? Gar nicht. Gar nicht? Okay, ey, lass mal jetzt eine Challenge machen. Wir trinken beide eine ganze Prime. Und dann, glaube ich, muss man schon eher auf Klo, oder? Nee. Sollen wir machen? Du nimmst die. Ja. Yep. Leute, ich werde Lukas Prime. Ich werde die Prime ganz trinken. Ich werde. Leontin, hast du schon die Primes gefilmt? Ja. Hast du? Oh, Metamoon. Oh, nice. Die mag ich auf jeden Fall, Leute. Okay, Leontin, ich würde sagen, Prime Action, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1. Fertig. Hä? Wie, du bist fertig? Fertig. Ehrlich jetzt? Ja. Lol, Digga, Leontin zieht mich übelst ab. Ich habe erst so zwei Drittel geschafft, Leute. Ihr seht's, das ist nur noch so unten so ein bisschen drin. Oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, Leontin, ich trinke das jetzt noch und du darfst eine Sache raussuchen, die ich essen muss als Bestrafung, okay? Haben wir die Gurke? Oh, ich glaube nicht, aber kannst mal gucken. Vielleicht zeig mal so, ob da irgendwas Cooles drin ist für die Leute. Ey, komm, auf Ehre, du darfst was Leckeres essen. Oh mein Gott, darf ich die? Ich liebe die. Nein. Hey, warum? Nein, nicht Zombie-Takis, Digga. Ich hasse Zombie-Takis. Und ich darf mir die hier gönnen. Oh mein Gott, ey, das ist ehrenlos, Mann. Alter, bitte darf ich liebe die. Nein. Mann. Ja, okay, Leute, dann gönne ich mir halt die Zombie-Takis, ey. Mann, ich finde die so ekelhaft, Leute. Oh! Ja, okay, Leute. Ich esse jetzt mal weiter, ey. Oh, Leute, Alter, ich habe jetzt die ganze Zombie-Takis-Tüte gegessen. Ey, mir geht's gar nicht gut. Ich finde die so ekelhaft. Mir ist richtig übel jetzt. Aber, Leute, ey, Leontin, darf ich bitte einen zumindest? Einen einzigen. Nicht? Nein. Och, Mann, ja, okay. So, Leontin. Ja. Du bist auch schon ein bisschen müde, ne? Mhm. Ey, Leute. Boah, ich muss so dringend pinkeln. Ey, ich halte es kaum noch aus, sage ich euch ehrlich. Okay, dann komm, geh raus. Wir haben auch schon echt nachts hier. Warte, ich gebe dir mal die Kamera kurz. Auf jeden Fall müssen wir jetzt so langsam mal in McDrive hier, in Burger King Drive, oder? Wieso? Hast du nicht schon Hunger? Ja, schon ein bisschen. Schon ein bisschen, ne? Wir haben ja schon ein paar Stunden wieder nichts gegessen. Ey, Leute, ich muss so dringend pinkeln. Das ist ultra schlimm. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt in Burger King Drive in. Und ja, musst du auch aufs Klo eigentlich oder nicht? Nein. Noch gar nicht? Alter, wie hast du es gemacht mit der Prime-Flasche? Musst du nicht richtig dringend pinkeln davon? Nein. Nein? Hä? Nee. Digga, du bist ja richtig krass. Okay, Leute, also ich weiß nicht, was da genau war, aber wieso hat Leontin so eine krasse Blase, sage ich euch. Boah, ich muss so trinken, Mann, aber... Ist gar nicht, hä? Boah, ich glaube, ich halte es kaum aus. Ich glaube, ich muss gleich in die Flasche pinkeln. Da darfst du natürlich nicht hingucken, ne? Ja. Okay, ja, Leute, dann würde ich sagen, bis gleich zum Burger King. Mhm. So, Leontin, sag mal, wir fahren ja jetzt hier gerade zu Burger King rein, ne? Ja. Glaubst du, du kannst einfach dann kurz aussteigen und mir sowas mitbringen? Nee. Wie, nee? Nein, Spaß, Schulz. Holst du, ne? Ja. Okay, Ehre. Ich würde sagen, warte mal, ich stelle mich hier gerade hin. Wäre korrekt. Also, ich einfach so einen Whopper würde ich nehmen und so eine Pommes auf Ehre. Okay. Okay.
Ja, du denkst auch, dass ich das mache. Ey, oh Mann, ich dachte schon. Mann, ja, okay, Leontin. Ey, Leute, Bruder, ich muss so dringend pinkeln, das ist nicht mehr normal. Ey, ich kann es kaum noch aushalten. Geh doch raus. Nein, ich gehe nicht raus. Geh raus. Nein, ich fahre jetzt durch den Burger King McDrive. Hallo! 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 Boah, ich muss so dringend pinkeln, Leontin. Ich weiß nicht, ey. Hier, kannst du mal halten? Ich trinke mal kurz was. Ja, komm, trink mal was. Oha, die Prime. Ja, ey, bitte halt mir das nicht vor das Gesicht, ich muss so dringend pinkeln. Bitte, hallo. Nein, ich möchte nicht. Nein, nicht das Wassergeräusch, bitte. Bitte nicht das Wassergeräusch. Nein, ich muss so dringend, Mann. Oh, Leontin, ey, das ist Unehre. Auf Burger Pommes. Nicht auskippen hier im Lambo. Schau mal. Ja, ey. Nicht auskippen hier, hallo. Mm. Ey, warte mal kurz. Ist das die Prime, die du eigentlich geäxt hast vorhin? Nein. Ey, warte mal kurz, Leontin. Das ist doch die Prime, die du eigentlich geäxt hast, dachte ich. Mm-mm. Da ist ja noch voll viel drin. Du hast die gar nicht geäxt, oder was? Mm-mm. Wie, nee. Doch. Doch? Ist eine andere? Mhm. Ach so, ja, okay, dann ja, ist ja okay. So, Leute. Hallo! Hallo! Ich glaube, die hören uns schon. Hallo, schneller, komm! Hey. Leute, wir holen uns jetzt erstmal unser Essen. Bis gleich. So, Leontin. Lukas, irgendwie habe ich doch keinen Hunger. Du hast keinen Hunger? Nee. Ja, okay, dann esse ich, okay? Mhm. Oh, Leute, oh, ich muss so dringend pinkeln, Mann. Oh, ich muss so meine Beine so verschränken. Kennt ihr das, Leute, wenn ihr richtig dringend pinkeln müsst? Ey, hallo, nein! Ey, hör mal auf, Leontin. Hallo. Ah! Ja, hallo, nein, ist okay, hallo. Wie findest du Burger King, Leontin? Sag ehrlich. Ich mag's nicht so. Nicht so, ne? Du? Boah, ich auch nicht so, um ehrlich zu sein. So, raus mit dir! Burger King Burger Pommes jetzt hier erstmal. Raus! Raus! Ey, hallo! Nein! Raus! Ich will mich noch mal essen gehen. Oh, Leute. Lukas kann gar nicht mehr reden. So arg ist es bei ihm. Ich kann nicht. Hä? Oh. Lol? Ey, Alter, ich Was hab. Ey, Bruder, ich hab's nicht mehr ausgehalten. Was? Ey, Mann. Was? Ey, zeig mal. Raus aus dem Auto! Ey, hallo! Ja! Raus! Gib mal die Kamera. Ey, Leute, ich hab's nicht mehr ausgehalten. Oh mein Gott, ich hab mich total voll gepinkelt. Was? Ja, Leontin, du hast gewonnen, die 10.000. Ja! Leute. Du hast gewonnen. Ja, Mann! Mann, ey, ich hab's nicht geschafft. Ich musste so dringend pinkeln. Nur weil du mich geprankt hast, ey. Ja! Let's ja! go! Ja, ist ja okay, Leute. Ich lauf jetzt nach Hause. Leute, lasst ein Like und ein kostenloses Abo da für die 2 Millionen Abos. Ihr wisst Bescheid. Bis dann. Ciao, ciao.